Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Thema von heute ist Schande über dich, wenn du noch nicht angefangen hast zu fasten. Die Hälfte des Ramadans ist fast um und es gibt leider einige Vorzeigemuslime, die noch nicht angefangen haben zu fasten. Und da ich für die Muslime das Gute liebe, oder für jeden Menschen eigentlich das Gute liebe, aber natürlich insbesondere für meine muslimischen Geschwister, muss ich einige ernste Worte loswerden. Und ich bitte euch alle, dass ihr dieses Video rumschickt. Denn wir wollen diejenigen, die bis jetzt noch nicht angefangen haben zu fasten, mit diesem Video nochmal motivieren, dass sie zumindest versuchen, die restlichen Tage zu fasten. Es ist besser, man fastet einen Tag vom Ramadan, als man fastet keinen Tag von Ramadan. Es ist fester, man fastet 29 Tage, als oder man fastet einen Tag nicht, als dass man alle Tage nicht fastet. Ja? Das heißt, umso mehr man Gutes tut, umso besser ist es. Jeden einzelnen Tag im Ramadan nicht zu fasten ist, nach Konsens der großen Gelehrten, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed Hanbal, eine riesengroße Sünde. Und es gibt hier keine Ausrede, außer die Ausreden, die der Koran und die Sunna nennt. Das heißt beispielsweise, dass jemand krank ist oder auf der Reise ist. Wer aber von euch krank ist oder auf der Reise ist, so eine Anzahl anderer Tage. So steht es im Koran. Dann ist es mit dem, der eine Krankheit hat, die zeitlich begrenzt ist, der muss diese Tage nachfasten. Und der eine Krankheit hat, von der er nicht gesund wird, durch die er nicht fasten kann, oder der unter Altersschwäche leidet, der muss für jeden Tag einen Armen speisen. Dann die andere Ausrede ist, dass man auf der Reise ist. Auf der Reise darf man das Fasten brechen. So, und nun kommen einige Leute von vornherein, sie haben es gar nicht erst versucht zu fasten und sagen, ja, mir wird schlecht, mir wird dies, mir wird das, ich kann nicht fasten. So, jetzt eine Frage an dich. Wenn du nicht krank bist, natürlich, wenn du krank bist, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, hast du eine Ausrede. Allah nennt diese Ausrede im Koran in Sure 2, Vers 184, in Sure 2, Vers 185. Das ist nicht meine Aussage, das ist die Aussage von Allah. Und dann wird noch bestimmt, dass die Bruststillende und die Schwangere, wenn sie Angst hat um sich oder das Kind, dass sie dann das Fasten brechen darf. Die stillende Frau und die schwangere Frau. So. Wenn du jetzt noch nicht angefangen hast zu fasten, erzählst, ja, mir wird schlecht, mir wird dies, mir wird das. Bevor du eine Ausrede suchst, nicht zu fasten, solltest du erstmal versuchen, dich richtig zu ernähren. Denn es gibt keine faulen Ausreden. Wir kennen Leute, die auf dem Bau arbeiten, die es geschafft haben. Und die Sahaba haben schwere körperliche Arbeit verrichtet in der größten Hitze. Und sie haben es geschafft. Das heißt, beschwer dich nicht bei uns, beschwer dich bei dir selber und schäm dich. Schäm dich. Ja? Wir kennen Leute, Kinder, die zur Schule gehen oder Jugendliche vielmehr, die es geschafft haben. Obwohl sie in der Schule Sport haben und geschwitzt haben und es heiß gewesen ist und sie Tests haben und die haben sogar in den Tests eine 1 geschrieben und eine 2. Die haben es geschafft. So. Aber du schaffst es nicht, weil du angeblich so hart arbeitest. Hast du es versucht? Hast du versucht, morgens richtig viel zu trinken? Weil das ist das Problem. Manche Leute versuchen, die ernähren sich nicht richtig und beschweren sich dann, dass sie das Fasten nicht schaffen. Ernähr dich erstmal richtig und dann schaffst du auch das Fasten. Deswegen, das ist nochmal ein Aufruf. Das ist nochmal ein Aufruf. Wenn du es bisher nicht gemacht hast, dann sage, morgen mache ich wenigstens den Rest. Und lass dir nicht wieder irgendeinen anderen Schwachsinn einreden von wegen, ja, wenn du einen Tag nicht gefasst hast, dann kannst du es sowieso vergessen. Quatsch. Jeder Tag, den du nicht fastest, ist eine Sünde, die dich in die Hölle hineinbringen kann. Und es ist besser, du fastest einen Tag, als du fastest keinen Tag. Dieser eine Tag ist vielleicht dieser eine Tag, der dich vor der Hölle rettet. Ja, du musst alle Tage fasten, du musst diese Tage auch nachfasten.
Manche Gelehrte sagen sogar, für einen Tag, den man nicht gefastet hat, muss man 60 Arme speisen. Oder 60, 2 Monate hintereinander fasten oder einen Sklaven befreien. Der Hanbali Madhab sagt, das gilt nur für den Geschlechtsverkehr am Tag des Ramadans. Nicht für Essen, Trinken etc. Ja. So, deswegen mein Ratschlag nochmal. Fang an. Und beschwer dich nicht über das Fasten, wenn du dich nicht richtig ernährst. Allah ist nicht schuld daran, dass du das Fasten nicht schaffst, weil du morgens zu faul bist aufzustehen und 1 Liter Wasser zu trinken und etwas zu essen. Jeden, den wir kennen, selbst der in die Schule geht, selbst der die härteste Arbeit hat, wer sich richtig ernährt hat und den Sahur gemacht hat, das heißt morgens, bevor das Fasten anfängt, gegessen und getrunken hat und seinen Tag organisiert hat, hat es geschafft. Warum? Weil der Prophet a.s. gesagt hat, Tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Nimmt den Suhur, das heißt die Mahlzeit, bevor das Fasten anfängt, vor dem Morgengrauen, denn wahrlich im Suhur ist Baraka, ist Segen drin. Und diesen Segen sieht man. Deswegen nutze die letzten Tage. Nutze die letzten Tage und bitte Allah um Vergebung. Möge Allah uns allen in diesen letzten Tagen vergeben. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.